Und hören Sie auch mit diesem Maskenwahnsinn auf. Ich zitiere Florian Hoffmann, Oberarzt auf einer Kinderintensivstation in München. In vielen deutschen Kinderkliniken herrschen derzeit Zustände, welche an die dritte Welt erinnern. Die Stationen sind brechend voll und Eltern mit schwerkranken Kindern müssen teilweise auf Pritschen in der Notaufnahme nächtigen. Zitat Ende. Verantwortlich für das gehäufte Auftreten von schweren RSV-Fällen sind laut Hoffmann und anderen Medizinern Maskenzwang, Kitaschließungen und Kontaktverbote. Jeder Einzelne von Ihnen sollte sich wirklich sehr genau überlegen, ob er weitere Schuld auf sich laden möchte. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Das wäre ein Anfang. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen von den demokratischen Parteien. Es ist ungeheuerlich, wie hier in diesem Haus zum wiederholten Male von der AfD die Corona-Pandemie komplett umgedeutet wird. Nicht die Pandemie, nicht das Virus sei das Gefährliche, sondern die Maßnahmen dagegen. Das ist eine unsägliche Verkehrung der Wahrheit. Sie verkaufen die Menschen hier im Haus und draußen, die uns zuhören, allesamt für dumm. Die allgemeine Fake-Partei Deutschlands, kurz AfD, verlangt heute allen Ernstes, dass der Bundestag per Beschluss die Impfung von Minderjährigen gegen das SARS-CoV-2-Virus aussetzen soll. Ich will Ihnen mal was erklären. In Deutschland ist es zum Glück nicht so, dass Juristen und Kaufleute, von denen es speziell in Ihrer Fraktion viel zu viele gibt für meinen Geschmack, nach politischen Vorstellungen darüber entscheiden, welche Impfungen für welche Personengruppen empfohlen werden, sondern das tun bei uns Medizinerinnen und Mediziner auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, und die Linke streitet dafür, dass das so bleibt. Kinder ohne Vorerkrankung, die aber Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben, sollten ebenfalls zwei Impfungen für eine Grundimmunisierung erhalten. Für kleinere vorerkrankte Kinder ab 6 Monaten bis 4 Jahren empfiehlt die STIKO eine Grundimmunisierung mit 3 Impfdosen. Warum erzähle ich Ihnen das, meine Damen und Herren? Das ist eine differenzierte Impfempfehlung, an denen sich die Eltern orientieren können, gemeinsam mit ihrem Kinderarzt oder Kinderärztin. Und da brauchen wir solche schwachsinnigen Anträge nicht, denn die Eltern wissen sehr gut, wie es um die Gesundheit ihrer Kinder steht und wo sie diese Empfehlungen abholen können. Das sind die Fakten. Und jetzt kommen Sie mit so einem Antrag, wo Sie eine Impfmöglichkeit aussetzen wollen. Das ist doch unglaublich, meine Damen und Herren. Diese Entscheidung treffen Eltern mit ihren Kindern, also nicht mit ihren Kindern, aber für ihre Kinder gemeinsam. So ist es richtig. So habe ich es auch immer mit unserer Tochter gemacht, die gegen alles geimpft ist, was es gab, zum Beispiel auch gegen HPV-Impfung. So ist es der richtige Weg. Immer wieder wird dieser ominöse Herr Lausen seitens der AfD für abstruse Stellungnahmen herangezogen. Ein Mann, der aus der Querdenkerszene stammt. Er nennt sich Datenanalyst. Ich sage bewusst, er ist ein Datenfälscher. Auf keinem medizinischen Kongress dürften solche Pseudosachverständigen mehr als einmal ihre Show abziehen. Es ist in den Ausschüssen zwar üblich, Anhörungen grundsätzlich zuzustimmen, aber ich denke, es wird Zeit, von dieser Vorgehensweise irgendwann mal abzurücken. Es kann nicht sein, dass wir als Gesundheitspolitiker ständig so viel Zeit mit überflüssigen Anhörungen und Anträgen der AfD verbringen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir querdenkenden Leuten hier nicht unbedingt eine Plattform bieten müssen. Vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, dass Eltern bzw. einem Elternteil, dem verantwortlichen Elternteil, ein Kind weggenommen wurde, weil die Mutter das nicht wollte, dass das Kind geimpft wurde? Es wurde vom Jugendamt der Mutter weggenommen. Ist Ihnen das bekannt? Weil Sie sagen, die Eltern sollen die Verantwortung übernehmen. Es ist leider nicht so. Es ist leider nicht so. Also mir ist so ein Fall nicht bekannt, dass aufgrund, dass das Jugendamt eingeschritten ist, weil eine Mutter oder mit dem Kind zusammen sozusagen zu unterschiedlichen
gerichtlichen Entscheidung gekommen. Mir ist dieser, so ein Fall ist mir nicht bekannt, tatsächlich nicht. Also ich kenne so einen Fall nicht, sondern ich kenne ganz viele Kinderärzte, ganz viele Familien, die das miteinander abgewogen haben, entschieden haben. Und es macht sich auch keine Mutter, so ist es mir, erlebe ich das in der Praxis, kein Elternteil macht sich das leicht, eine Entscheidung in dem Bereich zu treffen, sondern da wird sich informiert, da wird sich abgesprochen. Und mir ist dieser Fall, wie Sie ihn schildern, nicht bekannt. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen. Lieber Tino Sorge, du hast jetzt gerade mehrfach erwähnt, was alles im letzten Jahr von euch angeregt und bisher nicht umgesetzt wurde. Wollte fragen, ob du dich daran erinnerst, dass im Jahre 2019 sowohl der Kollege Hendrich aus der CDU als auch ich wir in unseren Fraktionen Papiere verfasst haben, wo wir auf das Problem hingewiesen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war zu diesem Zeitpunkt der Gesundheitsminister ein Mitglied der CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, liebe Cordula Schulz-Ascher. Ich meine, man hat ja immer das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Also ich hätte jetzt gewartet, dass wieder gekommen wäre. 16 Jahre CDU-Regierung. Ich meine, ich darf nur mal darauf hinweisen, die SPD, Kollege Lauterbach sitzt ja hier drüben, regiert seit 25 Jahren oder hat seit 25 Jahren mitregiert. Und du hast ja genau zu Recht darauf hingewiesen, dass wir unionsseitig das Thema mehrfach adressiert haben. Wir haben gemeinsame Positionspapiere gemacht. Das Positionspapier von Michael Hendrich und dir ist ja angesprochen worden. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einigen Kollegen Positionspapiere auf den Weg gebracht, wo es genau um diese Problematik ging. Also sind Rabattverträge tatsächlich sinnvoll in Bereichen, wo Arzneimittel knapp werden können? Und wir haben immer wieder darüber gesprochen. Wir haben das beispielsweise bei den Zytostatika, also Krebsmedikamenten, abbiegen oder ändern können, dass es eben nicht so ist, dass bestimmte Kassen mit bestimmten Schwerpunktapotheken Rabattverträge schließen. Aber genau das ist ja der Punkt, auf den wir hinweisen. Wir haben jetzt seit über einem halben Jahr darauf hingewiesen. Wir haben gesagt, wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen Arzneimittelengpass. Da ging es um Kinderfiebersäfte, da ging es um Medikamente im Krebsbereich. Wir haben immer wieder gesagt, wir müssen uns des Problems annehmen. Wir haben aufgefordert, einen Beschaffungsgipfel zu machen. Wir haben gesagt, hol die Akteure an einen Tisch. Und ich kann es nur noch mal sagen, was ist passiert? Nichts. Und genau das ist mein Kritikpunkt, das ist unser Kritikpunkt. Deshalb stellen wir ja hier auch diesen Antrag. Wir sagen, man kann die Probleme nicht kurzfristig lösen, das ist uns allen klar. Aber man muss doch zumindest erste Schritte in die richtige Richtung machen. Wir sind als Union gesprächsbereit, wir strecken die Hand aus, wir würden ja gern hier auch über Themen diskutieren. Ja, Frau Pichotta, ist ja alles schön und gut, aber dann legen Sie doch mal einen Gesetzentwurf vor. Dann hören Sie doch auf, immer nur anzukündigen, zu sagen, alles ganz schlimm, wir müssen was verbessern. Und wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, dann kommt immer die alte Leier, na, die CDU habe ja in den letzten Jahren allein regiert. Also ich darf nur daran erinnern, Sie waren immer mitbeteiligt, die SPD, Kollege Lauterbach, war der federführende Akteur im Bereich der SPD für den Gesundheitsbereich und da ist leider nichts passiert und deshalb fordern wir als Union den Beschaffungsgipfel mit diesem Antrag. Was glauben Sie eigentlich, was in Ihrem Antrag so löblich erwähnte Beirat beim BfArM in seinen Sitzungen so treibt? Ich lese Ihnen mal einen Ausschnitt aus der Tagesordnung vor. Vielleicht verstehen Sie dann, warum wir keinen weiteren Gipfel brauchen. Auszug aus der Tagesordnung der letzten Sondersitzung des Beirats vom 10.01.2023. Top 3 Versorgungslage in der Pädiatrie mit Antibiotika und Fiebersäften. Top 4 Abstimmung von Maßnahmen zur Verbesserung der bedarfsgerechten Versorgung in der Pädiatrie. Das ist doch genau das, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Da sitzen all die von Ihnen geforderten Akteure und erörtern, wie die Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland kurzfristig sichergestellt werden kann. Die haben das sogar schon getan, bevor Sie Ihren Antrag hier eingebracht haben. Und stellen Sie sich mal vor, die machen da ihre Arbeit ganz ohne großes Brimborium, ganz ohne Taskforce und Pressetermine für bayerische Gesundheitsminister im Wahlkampfmodus. Aber auch zum Beispiel Rückrufe von Medikamenten und Babyersatznahrung in den USA mit Kontamination dort zeigen allein das Onshoring, allein das Rückholen von Produktion
kann Lieferengpässe noch nicht mit ausreichender Sicherheit verhindern. Was sie tatsächlich brauchen, ist eine Diversifizierung von Lieferketten. Und das, was wir da national machen können, und deswegen ist es so gut, dass das Teil des Eckpunktepapiers ist, es, Anreize zu setzen für diversere Lieferkette mit der Vergabe von mehreren Losen. Und ich frage mich ehrlicherweise, das war ein Vorschlag von Ihrem Kollegen Henrich 2019 im Positionspapier der Union. Und das war spannend, weil sie sich damals damit nicht durchsetzen konnten. Und anstatt sich jetzt zu freuen, dass das jetzt Common Sense geworden ist, weil es tatsächlich dem Problem an die Wurzel geht, kommt hier ein Antrag, der 10-mal substanzloser ist und 10-mal symptomatischere Vorschläge macht, als alles, was sie 2019 vorgeschlagen haben. Dieser Abfall an arzneimittelpolitischer Kompetenz, der macht sprachlos aus den Reihen der Unionsfraktion, meine lieben Damen und Herren. Ich würde nur mal auch noch mal ein Beispiel machen. Sie fordern zum Beispiel eine Datenbank für Lieferengpässe, die es schon gibt. Das ist die Qualität vom Unionsantrag 2023. Prioritäten setzen kann man einfach mal auf den Twitter-Account unseres Gesundheitsministers gucken. Da geht es um Masken, Dreifachimpfungen, Davos, 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 Nord Stream 2, Verkehrswende, Energiewende, Schafe zwischendurch, Long-Covid, Long-Covid, Masken und Klima und so weiter und so fort. Ein besonders schönes Teil war die Kommentierung unseres Gesundheitsministers zu einem Schäfervideo. Da treibt ein Schäferhund eine Schafherde perfekt in das Gatter und darunter schreibt unser Gesundheitsminister: Fantastisch, wie hier eine Mehrheit organisiert wird. Das sind die Probleme unseres Gesundheitsministers. Einer seiner Follower bei Twitter fasste es vor 4 Tagen schön zusammen. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, der Präsidentin. Herr Abgeordneter, gerne zitieren Sie, aber bitte zum Thema. Ja, Typ, du bist Gesundheitsminister, mach mal deinen Job und nerv nicht mit dem anderen Scheiß. Aber ich bin auch Arzt und ich kann auch einiges berichten, was ich selbst als Arzt erlebt habe. Vor 8 Jahren als Oberarzt der Transplantationsstation mussten wir Transplantationen verschieben, weil Standardchemotherapeutika gefehlt haben. Wissen Sie, wie man sich als Arzt fühlt, wenn man sagen muss, ja, tut mir leid, Sie haben zwar eine sehr gefährliche Krankheit, aber wir kriegen die Medikamente in unser Land nicht, weil das wird nicht hergestellt oder es ist irgendwo in China wieder was passiert. Oder wir sagen, wir können Sie nicht therapieren, weil wir haben Antibiotikamangel, weil gewisse Standardantibiotika gefehlt haben. Oder was ich vor 4 Jahren erlebt habe, mein pflegebedürftiger Vater, wo wir Medikamente nicht bekommen haben, ein alter Mann, der pflegebedürftig war, Therapie umzustellen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das ist wirklich ein Unding. Und wer hat nichts gemacht? Sie haben nichts gemacht. Und das muss man hier an dieser Stelle mal explizit sagen. Und das ist eigentlich scheinheilig. Und es ist genug gesagt worden, ein Papier jetzt aufzubringen, das einfach nicht uns nachhaltig eine Lösung zufügen wird. Die Union versucht im Arzneimittelbereich jetzt das zu überdecken, was sie in den letzten Jahrzehnten der Regierungsverantwortung nicht anfassen wollte. 8 Jahre lang immerhin stellte man den Gesundheitsminister und hat zugeguckt, wie ein Produzent nach dem anderen das Land und die EU verlassen haben. Stattdessen wurde Falschsparen und monopolistische Lieferkettenstrukturen zugelassen und nicht einmal im Ansatz versucht, diese zu diversifizieren. Was wir als Ampel jetzt geerbt haben, ist ein tief verwurzeltes strukturelles Defizit und eine Mammutaufgabe, dieses wieder zu überkommen. Und wie stellt sich die Staatsferne nun in diesem Gesetzesentwurf der Bundesregierung dar? Der aus 13 Mitgliedern bestehende Stiftungsrat soll sich folgendermaßen zusammensetzen: aus einem Beauftragten der Bundesregierung für Patientenbelange, aus 2 Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Ich glaube, wir brauchen keine Glaskugel, um vorauszusagen, dass es nicht von der AfD sein wird. Aus einem Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, aus einem Vertreter der Bundesregierung vom Ressort für Verbraucherschutz. So viel zum Thema Staatsferne. Demgegenüber stehen 6 Vertreter von Patientenorganisationen und jeweils 1 Vertreter der GKV und PKV. Aber wir müssen hier auch über die Arbeitsweise reden und über die Finanzierung und die Strukturen dieser OPD.
Und da fällt dann unsere Bilanz für den Vorschlag aus dem Hause Lauterbach erheblich negativer aus. Wir hatten ja Anfang November im Gesundheitsausschuss eine Anhörung zu unserem Antrag, wo wir unsere Vorstellungen dargelegt hatten. Die geladenen Sachverständigen hatten da viel Kritik an den Plänen dieser Regierung für eine UPD-Stiftung. Die Patientenorganisationen kritisieren, dass die Krankenkassen die Stiftung finanzieren sollen. Das gefährde ihre Unabhängigkeit, also das große U in der UPD. Denn schließlich kontaktieren ja viele Menschen die UPD gerade wegen Problemen mit diesen Krankenkassen. Unser Vorschlag, die Stiftung aus Steuermitteln zu errichten, ist da deutlich nachhaltiger. Und es wäre auch wichtig, dass wir dafür nicht nur 15, sondern 20 Millionen Euro jährlich vorsehen, damit nicht am Anfang gleich schon eine Unterfinanzierung eingeplant ist. Ich meine, 25 Cent pro Kopf und Jahr für Patientenberatung, das können wir uns als Staat schon leisten. Nun haben wir aber den demografischen Wandel vor der Brust. Die Sozialabgaben steigen weiter und machen Arbeit teurer. Und im persönlichen Empfinden vieler Menschen in unserem Land wird die medizinische Versorgung leider schlechter. Und die Antwort der Bundesregierung bis hierhin ist eine angekündigte Krankenhausreform, Umsetzung unklar, ein hinausgezögertes Personalbemessungsinstrument, 1000 Gesundheitskioske und jetzt eben eine Reform der unabhängigen Patientenberatung. Die großen Worte im Koalitionsvertrag von einer staatsfernen und unabhängigen Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen verpuffen mit dem vorliegenden Entwurf einfach im Nichts. 15 Millionen Euro für eine Struktur, die weiterhin viel zu wenig Menschen in unserem Land kennen, sind zugleich zu viel und zu wenig. Und 15 Millionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben von rund 300 Milliarden Euro im Krankenkassensystem, wo 1 Milliarde, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, 1000 Millionen bedeuten, wirken wie ein Feigenblatt, und das legen Sie heute vor. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 68 Minuten diskutieren wir dank der Regierung zur besten Sendezeit darüber, ob man eine GmbH in eine Stiftung umwandeln sollte. Warum ist das so? Weil es Ihnen nicht darum geht, die echten Probleme im Land zu lösen. Ihnen ist wichtiger, mit einem Stiftungsvorstand und einem Stiftungsrat Versorgungsposten für abgehalfterte Abgeordnete zu schaffen. 15 Millionen für die Stiftung statt 9 Millionen für die GmbH, schreiben Sie ins Gesetz. Peanuts angesichts von 777 Millionen für das Bundeskanzleramt, Milliarden für Impfstoffe oder gar 100 Milliarden für die Bundeswehr. Für Sie ist diese Steigerung um 6 Millionen aber so wichtig, dass Sie hier 68 Minuten drüber reden wollen, um ein paar mehr Parteigenossen versorgen zu können, wenn diese wegen den Erfolgen der AfD aus den Parlamenten geflogen sind. Ihnen geht es nur um sich und nicht um die Menschen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Stamm-Fiebig, ich nehme gern Ihr Bild von dem Dschungel auf und da begegnen einem ja so unterschiedliche Tiere. Ich hatte gerade K. vor Augen, als Herr Siechert sprach. Sie sollten sich mal zuhören, wenn Sie hier sprechen, Herr Siechert. Versuchen Sie das einfach mal. Ich muss sagen, am heutigen Tag der Patienten bin ich sehr, sehr froh, dass wir die Verstetigung der unabhängigen Patientenberatung heute hier in den Bundestag einbringen und das in der Form einer Stiftung auf den Weg bringen sollen. Und das ist wichtiger denn je. Wer sich anschaut, wie lang die Geschichte der unabhängigen Patientenberatung hier im Hause ist, seit 2000 mit Modellvorhaben gestartet, sehr, sehr gut evaluiert im Übrigen, dann in die Regelversorgung, aber befristet überführt worden ist, von Seiten CDU und CSU beschlossen, mit Mitteln der Krankenkassen, man höre und staune, und dann auch wieder in Beschlussfassung mit federführend unter CDU, CSU federführend, dann als Vergabe an einen privaten Träger. Das war der große Fehler in der Geschichte der unabhängigen Patientenberatung als wichtiges Element zur Unterstützung von Patientinnen und Patienten. Das müssen wir hier festhalten. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.